Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Firma Soundpeats ist doch langsam echt im Kommen und sie haben mir hier zwei neue In-Ear-Kopfhörer zugeschickt. Einmal die R3 von Soundpeats und einmal die Free 2 Classic. Wir packen sie beide heute aus. Ich muss noch mal genau schauen. Die R3 von Soundpeats könnt ihr dann auch gewinnen. Ich habe gedacht, das sind keine richtige In-Ear mit Nüpsel, sondern so im AirPods-Design. Das kann man hygienisch doch auch irgendwie so ein bisschen vertreten. Also bleibt dran beim Video. Hier die könnt ihr gewinnen. Wir schauen uns aber beide In-Ear-Kopfhörer an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, und ich habe die Folien mal noch schnell entfernt, hier bei den zwei Verpackungen. Einmal hier die Soundpeats R3 und hier nochmal die Soundpeats Free 2 Classic. Ja, und wie gesagt, die R3 könnt ihr gewinnen. Wir fangen auch mit denen dann direkt an und packen die mal aus. Mal schauen, so ein Schuber sehr wahrscheinlich, den man nach oben wegschieben kann oder nach unten. Ich muss aufpassen, die wollt ihr ja gewinnen, dass die Verpackung nicht kaputt geht. Und ihr dann hier auch ein schönes Erlebnis habt. Aber jetzt muss ich doch mal gucken, wie das hier weitergeht. Jawohl, hier so zum Aufziehen. Es geht dabei kaputt, echt schade. Aber wir machen weiter und schauen uns hier den Verpackungsinhalt an. Also das tut mir schon mal leid hier. Der diese Kopfhörer gewinnt, hat halt eine leicht verdellte Packung. Sorry, ich als Unboxing-Kanal sollte es doch etwas besser drauf haben. Also vielmals Entschuldigung dafür. Ja, wir machen weiter bei den R3 Kopfhörern. Hier das Case, das ist auch nochmal eingepackt in Folie, machen wir auch ab. Ich muss gleich sagen, das Case ist wirklich sehr, sehr klein. Also wir haben hier 49 auf 47 mm und es wiegt nur 95 Gramm. Die In-Ears übrigens, die hier dann versteckt sind, wiegen nur 14 Gramm. Das sind keine richtige In-Ears. Ich sage immer so, das Design von den AirPods halt so zum Einhängen in die Hörmuschel ohne Plastiknüpsel. Also da, wie gesagt, gucken wir gleich nochmal genauer. Im weiteren Lieferumfang haben wir dann hier bestimmt das Ladekabel. Ja, wieder ganz kurzes Ladekabel, das dürfte so 10 cm sein, aber USB-C, der Ladeanschluss ist auf der Unterseite, auf USB-A hier als Stecker könnt ihr jedes ja handelsübliche Smartphone-Netzteil dann dafür nutzen, um die Soundpeats R3, jetzt habe ich es richtig gesagt, die irritieren mich hier, die Free 2 Classic, die Soundpeats R3 dann aufzuladen. Ja, dann haben wir hier noch ein Bedienungsanleitung, User Guide. Da ist alles erklärt, auch auf Deutsch, wie zum Beispiel die Touch-Steuerung funktioniert. Hier einmal, zweimal, dreimal, dann länger halten und noch länger halten. Also da steht dann alles drin, wie ihr dann über die Kopfhörer dann bei dem Touchpad oder Touchfeld dann die Kopfhörer steuern könnt. Ja, gehen wir zum Case über und hier oben haben wir nochmal Soundpeats draufstehen. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Dann die Klappe. Sie ist natürlich mit einem Kunststoffscharnier versehen und sie fällt jetzt hier, ihr seht es, gar nicht so einfach leicht dann nach unten. Man muss schon kräftig hier klappen, aber so von der Qualität her für den Preis von ja 49 Euro ist das dann schon okay. Hier habt ihr links und einmal rechts, dann könnt ihr das auch nicht verwechseln, wo ihr die Soundpeats R3 dann reinstecken müsst. Und ihr seht hier vorne eine LED, da wird dann angezeigt, der Verbindungsstatus, der Ladestatus wird da angezeigt. Also da seid ihr immer informiert. Dann haben wir hier vorne auch die Konnektivität, ja Knopf-Button, wie man es auch immer nennen möchte. Um halt auch, wenn ihr mal ein neues Gerät verbinden wollt, dann hier das alte Gerät dann zu löschen. Da ist Soundpeats bei diesen preiswerten Kopfhörern noch nicht so weit, dass man das mit mehreren Geräten dann verbinden kann. Auf der Rückseite sehen wir gar nichts. Das ganze Case ist aus schwarzem Kunststoff gehalten. Ich sag mal, dem Preis angemessen. Und ihr seht hier unter der Klappe nochmal so ein ja Klavierlack-ähnliche Oberfläche, die halt das dann nochmal ein bisschen so als Akzent nochmal ein bisschen schöner aussehen lässt. Wie gesagt, Preis angemessen, 49 Euro, finde ich es wirklich okay. Wir nehmen mal die ja
Kopfhörer mal hier raus. Ihr seht hier unten die Pins. Da werden dann die Earbuds dann aufgeladen. Das ist ja üblicherweise so nichts Besonderes, aber sie sind auch magnetisch. Ihr hört es, also sie rasten ein und sie fallen halt nicht heraus. Die TWS-Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer selbst, also sie gehen auch schwer raus, ihr seht es, ich habe Probleme gehabt, sind auch aus Kunststoff hier gehalten. Hier die Touch-Oberfläche ist mit dem Soundpeats-Logo nochmal abgesetzt in Silber. Dann haben wir unten drunter Mikrofone, das sind leider keine Mikrofone für irgendwelche Active-Noise-Canceling-Geschichten. Also da habt ihr keine Möglichkeit, die Geräusche zu reduzieren, aber ich sag mal, für den Preis ist das halt auch nicht unbedingt immer mit dabei. Wir haben hier verbaut 14,2 mm Treiber mit einer sauberen Abstimmung für einen tollen Klangerlebnis, sagt Soundpeats. Das probieren wir natürlich gleich noch aus. Wir haben insgesamt, schreibt Soundpeats, 4 Mikrofone. Ich sehe aber jetzt hier nur eine kleine Öffnung. Ah, hier unten ist noch eine Öffnung, also 2 Mikrofone für auch Telefonate durchzuführen. Und da gibt auch nochmal die KI, die Soundpeats CVC 8.0 nennt, dann nochmal halt für klare und deutliche Anrufe zum Verständnis her. Also ihr könnt damit bestimmt ganz gut telefonieren. Ich sag immer dem Preis entsprechend, würde ich halt nennen. Die Verarbeitung selbst finde ich jetzt okay. Es sieht ein bisschen, ja, ich will jetzt sagen, billig aus. Zum Glück ist es matt gehalten, das Kunststoff. Wenn das jetzt noch glänzend wäre, dann würde es mir überhaupt nicht gefallen. Also es ist okay. Die Stäbchenlänge ist auch vollkommen okay. Wenn sie sich jetzt noch ganz gut anhören, dann ist doch alles super. Machen wir erstmal weiter mit den Free2 Classic. Das sind dann richtige In-Ear-Kopfhörer. Hier lässt es einfacher sich rausziehen. Dann gucken wir mal, ob wir die Packung jetzt auch schrotten. Nein, so. Wisst ihr was? Ich tausche dann später gerade die Verpackung. Die packe ich hier rein und ich behalte die kaputte Packung. Jetzt weiß ich auch, wie es aufging. Ja, ähnliche Aufbau, wie gesagt, der Verpackung. Hier nochmal das Case jetzt hier bei den Free2 Classic und auch hier bestimmt das Ladekabel drin. Warum hier jetzt nochmal eine Hülle drum ist? Ja doch, um das Ladekabel, nein, Typ C steht schon drauf, aber halt hier nochmal ein paar Irrtipps, ein paar Nüpsel, wie ich immer sage. Dann war es das schon, was hier im Lieferumfang mit dabei ist. Natürlich die obligatorische Anleitung. Auch hier könnt ihr dann schauen, wie die Steuerung der Free2 Classic dann funktioniert. Machen wir alles mal auf Seite und ich packe das jetzt nicht hier aus. Wie gesagt, USB-C auf USB-A, Ladekabel und hier die verschiedenen Ohrgrößen, 2 weitere Ohrgrößen, klein und noch ja XL, also S, XL und M dürfte dann bei den Soundpeats Free2 Classic dann schon drauf sein. Hier ist so ein bisschen Lederstruktur imitiert, also ist kein wirkliches Leder, es ist auch voll Kunststoff, also noch nicht mal ja veganes Leder, wie man so neudeutsch sagt. Aber hier nochmal so ein ja abgesetzter Streifen dann aus mattem Kunststoff. Hier nochmal ein Silberstreifen, auch nochmal zum Absetzen der Klappe. Hinten auf dem Scharnier steht Soundpeats. Hier wird das Case dann hinten geladen, finde ich es nicht so schön, finde ich es unten besser wie bei den R3. Hier bei dem Free2 Classic halt ist es auf der Hinterseite. Wir machen hier auch mal die Klappe auf und kontrollieren die Klappe mal. Die fällt jetzt sauber doch runter, aber ihr seht auch so ein bisschen bleibt sie stehen. Aber das ist vollkommen, finde ich, für den Anfang in Ordnung. Ich vermute mal, das wird sich noch ein bisschen ausleiern hier und dann dürfte das auch ein bisschen leichter gehen. Ja, hier sind wir bei den Maßen von dem Case 63 mm auf 44 mm und es ist 27 mm dick. Ist doch ein bisschen größer wie hier bei den R3s. Wir haben ein Gesamtgewicht von 38 Gramm. Das ist auch noch vollkommen okay und ich denke mal in der Hosentasche macht sich auch dieses Case ja fast kaum bemerkbar. Holen wir mal die
Earbuds raus, das geht doch einfacher, sind sie auch magnetisch, gucken wir auch nochmal schnell, aber ich habe es schon gemerkt, ja, das ist vollkommen magnetisch, wirklich sehr gut. Legen wir mal auf Seite, hier auch die obligatorischen Pins wieder zum Aufladen. Hier zum Aufladen kann ich sagen, die In-Ears laden 1,5 Stunden, bis sie voll sind und das Case alleine nochmal 2 Stunden, bis dieses voll ist. Ihr habt 8 Stunden Wiedergabezeit laut Hersteller, hier Wiedergabezeit bei den Earbuds und bei dem Case, also inklusive Case dann nochmal, sind wir dann bei 30 Stunden. Immer laut Hersteller, ich denke mal, da kann man so 1 bis 2 Stunden nochmal abziehen. Apropos abziehen, hier sind nochmal kleine Aufkleber auf den Gegenseite der Pins nochmal drauf. Da ziehe ich die jetzt, wie gesagt, mal schnell ab, dass dann halt auch die Earbuds geladen werden können. Sie blinken auch hier schon zur Konnektivität. Ich mache sie jetzt kurz nochmal rein, um nochmal zu schauen, ob auch vorne, jawohl, hier eine kleine LED ist. Da zeigt auch der Ladestatus und Verbindungsstatus dann an. Also so kennt man es mittlerweile von In-Ear-Kopfhörer. Ja, jetzt holen wir mal das Smartphone raus und dann versuchen wir mal die Kopfhörer zu verbinden. Ich habe hier die Soundpeats App runtergeladen und ich glaube, es funktioniert nur bei den R3, die ihr gewinnen könnt. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob das halt auch mit den Free2 Classic geht. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich den richtigen Namen sage. Die Free2 Classic übrigens zum Preis von 39,99 bei Amazon oder euren Händler des Vertrauens zu erwerben. 49,99 die R3 und ihr findet natürlich alle Links unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal nach. Verbaut hier übrigens bei den Free2 Classics sind 6 mm Treiber, Biomembrantreiber nennt Soundpeats das. Soll einen tollen Klang dann natürlich auch mit satten Bässen darstellen können. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Funktionale Multitouch-Steuerung hier auch wieder auf dem Logo. IPX5 zertifiziert. Eine Zertifizierung haben die R3 zum Beispiel überhaupt nicht. Also das ist wiederum hier der Vorteil. Und bei den Maßen waren wir noch bei den In-Ears 25 auf 18 auf 17 mm und ganz leichte 4 Gramm haben wir hier. Zum Verbinden Bluetooth 5.1. Bei den R3 sind wir bei Bluetooth 5.2 sogar. USB-C, wie gesagt, jeweils zum Aufladen des Cases. Das ist auch mittlerweile Standard. Ja, jetzt gucken wir mal, wo wir doch was verbinden können. Wir können hier übrigens auch ein Firmware-Upgrade machen. Ich könnte das mal ein bisschen heller machen, dass ihr auch was erkennen könnt. Dann halt zurücksetzen und das Ganze beinhaltet dann auch noch einen Equalizer und eine Lautstärkeanpassung. Jetzt gucken wir mal bei Bluetooth, ob wir da was sehen, schreibt die App. Müssen wir mal hier, ihr seht schon hier die Soundpeats Free2 Classic. Das sind jetzt hier diese In-Ear-Kopfhörer. Mal gucken, was wir noch haben. Jetzt läuft die Kopplung. Jawohl, der Akku, seht ihr jetzt die Akkuanzeige 20%. Ich denke mal, das dürfte das Case sein. Ich mache das nochmal hier rein. Jetzt müssen wir mal schauen, machen wir hier die R3 von Soundpeats auch nochmal in ihr Case und schauen mal, wenn wir das Knöpfchen hier drücken, aber da gehen wir nochmal in die App, ob wir da nicht dann auch in den Verbindungsmodus kommen. Jawohl, ihr seht, die weiße LED blinkt schneller, aber auch hier müssen wir, wie es aussieht, in die Bluetooth-Einstellungen erstmal rein und dann schauen wir, was wir hier noch weiteres sehen. Ja, bei der Verbindung der Soundpeats R3 müsst ihr dies mindestens ein Kopfhörer hier aus dem Case nehmen. Erst dann lässt sich das alles koppeln. So, jetzt haben wir das gekoppelt. Machen wir auch nochmal die Soundpeats Free2 Classic hier zum Verbinden raus. Und dann schauen wir, ob die jetzt auch nochmal gefunden werden. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Da sind sie. Und dann machen wir die zumindest mal hier oben rein. Wir haben hier verbunden, beide sogar verbunden mit dem gleichen Smartphone. Das ist doch wirklich super. Dann scannen wir mal in der App.
das Ganze nochmal und ihr seht hier die Soundpeats R3. Es gibt sogar eine Aktualisierung, das mache ich jetzt nicht. Aber ihr seht, der linke Kopfhörer hat 60% Akku, der rechte leider nur 20%. Aber das macht ja nichts, die gehen wirklich schwer raus hier aus dem Case. Da können wir aber damit leben, so können wir nämlich einen kleinen Soundcheck dann mitmachen. Ich gehe mal auf YouTube und höre mir die Soundpeats R3 mal an. Wie gesagt, ich mache die auch wieder richtig sauber und dann könnt ihr die Teile gewinnen. Ihr müsst hier da einfach nur in den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag Soundpeats R3, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Wenn ihr einfach nur kommentieren wollt, lasst ihr das Hashtag halt einfach weg. Also Soundpeats R3 als Hashtag, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und seid dann halt auch im Lostopf. Alle Bedingungen und so weiter für das Gewinnspiel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt höre ich mir die Teile mal an. Erst schaue ich mal, wie sie bei mir im Ohr dann halt so drin hängen, weil wie gesagt, das AirPods-Design, mir gefällt es persönlich nicht so gut. Aber jetzt schauen wir einfach mal, machen mal was an und dann bin ich gespannt, wie sich das Ganze mal anhört. Ihr seht, hier die R3 haben sogar eine In-Ear-Erkennung und wenn ihr einen Kopfhörer rausnehmt, habt ihr dann Wiedergabestopp. Wenn ihr den Kopfhörer wieder einsetzt, sollte es dann wieder weitergehen. Klappt. So, jetzt mache ich die gleich mal wieder hier ins Case. Dann können die auch noch mal ein bisschen aufladen. Wenn ich das hier treffe. Und versuche jetzt doch direkt hier die Free2 Classic mal anzuziehen. Jetzt muss ich gucken, wo rechts und links ist. Ich glaube so rum. Ihr seht schon, die Touchsteuerung reagiert schon. Jawohl, sie funktionieren auch gut. Ja, also jetzt mache ich hier mal Pause. Die Free2 Classic haben keine In-Ear-Erkennung, also hier keinen Wiedergabestopp, wenn ihr dann die Earbuds aus dem Ohr nimmt. Aber jetzt mal zu meinem ersten Eindruck zu den Free2 Classic und den R3, die ihr wie gesagt gewinnen könnt. Da schaut doch gerne für die ganzen Teilnahmebedingungen unten in der Videobeschreibung nach. Ja, ich fange an mit den Free2 Classic und ich muss ganz ehrlich sagen, Soundpeats überrascht mich doch jedes Mal wieder. Ich habe ja schon mal ein Video über solche Kopfhörer gemacht von Soundpeats. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dieses Video dann auch nochmal schauen, aber sie überraschen mich doch immer wieder. Also die Klangqualität für diesen angesetzten Preis ist wirklich, ja, ich will jetzt sagen überragend, aber er ist für den Preis überragend. Also die Bässe, die ballern euch hier in die Ohren. Sie werden laut genug, die in ihr, die Free2 Classic auf jeden Fall, werden laut genug und wie gesagt, die Bässe sind wirklich super. Und auch auf höchster Lautstärke verzerrt da nichts in den Höhen oder es wird irgendwie Matsch oder so. Also es macht wirklich Spaß, jetzt eben die kurze Zeit zumindest hier die Free2 Classic in den Ohren zu haben. Super Tragegefühl. Die Touchsteuerung ist natürlich ein bisschen blöd, weil sie so klein sind. Wenn man es dann ins Ohr stecken will, fängt die Musik schon an. Das ist ein bisschen ja ein Manko an den Free2 Classics, finde ich. Aber sonst für diesen angesetzten Preis von 39,99 kann man hier nichts falsch machen. Kommen wir zu den R3, wie gesagt, die ihr dann gewinnen könnt. Und hier, wie gesagt, in dem AirPods Design, ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Ich mach's mal so. In dem AirPods Design, also die hängen euch nur hier im Ohr drin. Die schließen nicht so ab wie mit Ohrnüpsel und so weiter. Aber das mögen auch sehr, sehr viele. Und auch dafür ist der Sound wirklich sehr, sehr laut. Und auch der Bass sehr kräftig. Nicht ganz so kräftig wie bei den Free2 Classic. Aber das ist ganz klar, weil halt die Abschirmung im Ohr halt nicht so gegeben ist. 49,99 würde ich sagen, greift, wenn ihr das mögt, in ihr mögt, dann greift lieber zu den Free2 Classic. Wenn ihr so Einhängekopfhörer mögt, die im AirPods Design gehalten sind, dann kann man auch hier zugreifen. Also da ist die Tonqualität und halt die Musikqualität auch wirklich super für den angesetzten Preis. Ja, das soll es dann hier auch gewesen sein zu den Soundpeats Kopfhörern Free2 Classic und hier die R3. Hier nochmal die beiden Cases. Hier nochmal der Hinweis, ihr könnt die Teile gewinnen mit dem Hashtag Soundpeats R3 in den Kommentaren.
nehmt dran teil. Und ja, ich sage euch, auf Instagram zum Beispiel oder Twitter, da könnt ihr auch gerne folgen. Ich blende euch hier was ein. Da werden die Gewinner dann benachrichtigt oder halt auch in den Kommentaren hier unter dem Video schreibe ich den Gewinner dann an. Ja, das soll es gewesen sein für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!